Hallo, ich bin der PG2000 und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Monster Battle Projekt. Ja, heute geht es um den Zombie und dem Eisengolem. Die beiden werden heute das Battle hier quasi unterstützen. Ich öffne schon mal zuvorerst. Ich öffne schon mal die Tore und prüfe schon mal, okay, hier ist alles vorhanden. Ich habe mir jetzt auch Schilder gemacht, weil sonst vertue ich mich mal mit dem Golem, wo der hin muss. Der muss nämlich auf diese Seite, weil ja da die Zombies dann spawnen. So, wir haben auch schon ein paar Zuschauer hier, also die Creeper, und da ist auch nochmal ein Zombie. Also die Zombies sind relativ spannender als je, wenn ich das mal so sagen darf, alles je zuvor. Oder denn als alles, was vorher kam, denn die kämpfen wirklich und bei denen können wir auch wirklich eine Armee rauslassen. Und das tun wir jetzt. Ich lasse jetzt mal ein paar raus. Ich muss mal mehrere Knöpfe hier installieren. Vielleicht, das ist vielleicht ein bisschen besser, weil wir haben jetzt so oft gedrückt. Also das ist wirklich Kacke mit den Knöpfen hier. Boah, da kommen jetzt auch welche raus. Die Kacke natürlich bei der Sache ist jetzt. Ja, genau das wollte ich nämlich verhindern. Die dürfen nicht verbrennen. Jetzt verbrennt natürlich auch der Eisengolem. Das ist auch mal interessant, ne? Denn, so, jetzt mal bitte Dankeschön. Jetzt geht's auch weiter. Schön zu wissen, das ganze verrottete Fleisch, was die hinterlassen. Aber ich will natürlich auch ein bisschen mehr spawnen. Weiß, da kommen welche. Das ist schon. Da haben wir auch Schwerter, glaube ich, in der Hand. Das ist schon mal gut. Wir lassen ein paar raus. Haben die den jetzt geschlagen? Ich weiß nicht, ob die Spinne jetzt mitgewirkt hat. Deswegen hasse ich das, wenn die Viecher hier reinkommen. Ich habe extra. Oh, scheiße. Nein, 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 nein. Ich habe extra hier die Zäune höher gemacht, damit das nicht passiert. Und ich sehe jetzt schon, es passiert. Gut, ich sehe jetzt mal trotzdem, wie viele es gewesen sind. Nee, das mache ich schon, keine Sorge. Ach du Scheiße. Zwei, vier, ach Quatsch. Zwei, vier, das sind fünf. Das sind dann neun. Und hier sind's keiner. Hier sind's, 13, Quatsch. 12, 15, dann sind's hier 17 und da glatte 21 jetzt. 21, also ich sehe, dass der Eisengolem so gut wie bei jedem so gegen 20 Monster aussieht. Bis jetzt. Ja, ich weiß, du hast leider deinen Albtraum getroffen als Villager. Ich sehe es schon. Nein, auf jeden Fall, ich sehe schon, dass die Eisengolems, das ist aber jetzt auch sehr kurz gewesen, Eisengolems halten sehr, sehr viel aus und nochmal die gleiche Schlussfolgerung wie immer, wenn ihr ein Revier habt in der Größe, reicht auch trotz der Stärke des Eisengolems ein einziger Eisengolem nicht aus, um sich gegen solche Zombies zu wehren, denn ihr seht, hier stehen immer noch Zombies. Und ich müsste jetzt extra noch einen hier hinlassen, der dann den Rest wegschlägt. Das mache ich jetzt auch mal. Aber an der Stelle beende ich das Ganze jetzt auch und mit diesem Video hier, also mit dem Clip jetzt hier. Das ist eine Spinne, das will ich eigentlich noch gar nicht zeigen. Ja, dann beende ich das Ganze mal mit diesem Panorama hier und sage dann Tschüss bis zur nächsten Folge. Auch wenn es sehr kurz gewesen ist, die nächste Folge, da werden die Spinne gegen Eisengolem kämpfen. Ist ein bisschen länger, aber jetzt sage ich erstmal Tschüss, denn das reicht an Informationen.